Ja, ich bin heute in Gütersloh in Deutschland und ich freue mich, neben mir steht Herr Müller. Er ist Rechtsanwalt und ein Experte, eigentlich der Experte. Und ich mir dachte, ich gehe nicht zum Schmiedl, sondern zum Schmied, wenn es um Erstattungen geht und auch um Erstattungen im Zusammenhang mit prothetischer Versorgung. Wo stehen wir dann eigentlich, wenn ein Patient wirklich seine prothetische Versorgung möchte, die er bekommt? Was tun Sie da für ihn? Also erstmal grundsätzlich hat ein Patient einen Anspruch auf Versorgung nach dem Stand der Technik, und zwar nach dem neuesten Stand der Technik. Das ist das Wichtigste. Und dann ist es immer schwierig, den Krankenkassen gegenüber klar zu machen, was er genau braucht in seinem Alltag, wie die Technik funktioniert. Und der individuelle Erstattungsanspruch ist hoch. Also der Anspruch der Versicherten ist durchaus als hoch einzustufen. Und die Rechtsprechung sagt halt, die Mobilisierung ist im Sinne eines Gleichziehens mit einem gesunden Menschen zu erreichen. Aber immerhin, wir leben in einem Rechtsstaat in Deutschland, und das ist eigentlich das Tolle, dass man zu seinem Recht kommt, wenn man möchte. Man muss halt dann gewisse Wege gehen. In anderen Ländern haben wir gar nicht die Möglichkeit, überhaupt zu so einer Versorgung zu kommen. Das ist schon trotzdem immerhin positiv zu wissen, wenn man gewisse Anstrengungen unternimmt. Und das ist auch die Botschaft an Patientinnen und Patienten, wenn sie meinen, sie haben das Anrecht auf ein System und sie benötigen das System, macht es absolut Sinn, die Wege zu gehen, die manchmal ein bisschen steinig sind, um dazu zu kommen, oder? Also der Patient hat natürlich, sobald das abgelehnt ist, das Hilfsmittel, einen Anspruch darauf, Widerspruch einzulegen. Dann beschäftigt sich die Krankenkasse nochmal damit. Lehnen sie das weiterhin ab, kann er zu Gericht gehen. Und wenn das Hilfsmittel wirklich erforderlich ist und er es für seinen Alltag nutzen kann, dann spricht ihm das Gericht das meistens auch zu. Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Danke. Dankeschön.